Hallo, jetzt. Ah, das ist ja eine Technik. Ich wünsche euch einen wunderbaren guten Abend. Ich sehe schon, 8 Leute sind da. Das freut mich riesig. Und ich warte noch einen ganz, ganz kleinen Moment, bis ich anfange. Vielleicht kommen noch ein paar rein, obwohl ich bin ja auch schon ein bisschen zu spät. Jetzt muss ich mich gerade mal angucken, ob ich eure Kommentare sehe. Ganz, ganz kleinen Moment. Also ein bisschen viel Technik hier für mich auch. So. Also, wo sind wir hier? Super. Also jetzt bin ich gleich bei euch. Wir haben ja diese 3 Heilabende gehabt. Genau. Und ich wollte euch jetzt ein bisschen von diesen 3 Heilabenden erzählen. Es waren im Prinzip drei Teile. Der erste Teil, der erste Abend. Hallo, hallo, jetzt sehe ich euch eure Kommentare. Hallo Jasmin, hallo Sabine. Hi, hi. Also der erste Teil, also der erste Abend, der war hauptsächlich mit dem Ansatz. Ja, ihr wisst ja selber, es ist immer schwierig zu verstehen, wie kann Heilung passieren und warum passiert sie meistens nicht scheinbar. Und da geht es wirklich darum, herauszufinden, wer wir sind als spirituelle Wesen. Und wo du hinschaust, Heilung passiert nicht durch den Menschen. Heilung passiert dadurch, dass der Mensch sich mit seiner Wahrheit verbindet, sich mit der Energie der Wahrheit verbindet und dadurch erfährt, dass er ganz heil und komplett ist. Dass er, wie ich das gerne sage, eine liebende Perfektion ist. Und es war super, super spannend, weil es hat wirklich Heilungen und Verbesserungen gegeben. Aber es hat auch keine Verbesserung gegeben. Woran liegt das? Aus meiner Sicht und aus meiner eigenen Erfahrung liegt es daran, wie weit du offen und bereit bist, das Schöne, das Reine, das Wahre und das Klare im Leben anzunehmen. Weil die Wahrheit ist wirklich, all diese Dinge, die für uns, hallo Renate, die für uns so schrecklich sind, die wir als schrecklich beurteilen, die sind aus der höheren Sicht, aus der göttlichen Sicht, sage ich jetzt mal, sind die nicht schlimm. Nur wir beurteilen sie vor unseren ganzen Einstellungen und Überzeugungen als schrecklich. Die Gefühle, die uns entstehen, die werden als schrecklich gemacht, weil wir in dieser Box drin sind, in die wir rein konditioniert worden sind und wir kommen nicht raus. Ich sag ein Beispiel, ja? Liebeskummer. Liebeskummer macht Menschen krank. Liebe kann auch eine Sucht sein, dass man geliebt, anerkannt und unterstützt wird. Und das ist eben so ein krasses Beispiel, weil wir das immer im Außen suchen. Weil das halt das ist, was wir beigebracht kriegen, dass wir durch andere Menschen geliebt werden. Und das ist eigentlich das allergrößte Gefängnis, weil wir sind liebende Wesen. Wir sind hier, um zu lieben. Und wenn ihr ganz tief in euer Herz reinhört, dann ist es bei jedem so. Es geht uns gar nicht wirklich darum, dass wir so, so geliebt werden und so weiter in erster Linie, sondern wir suchen Erlaubnis, um bedingungslos zu lieben. Und wir geben uns die Erlaubnis halt nur bedingungslos zu lieben, wenn uns jemand anders auch bedingungslos liebt. Teufelskreis.
Und so werden wir immer unser eigenes Wesen, unser eigenes Glück einsperren, wenn wir nicht unsere Perspektiven, unser Verständnis ändern und dann in das Vertrauen reingehen können, unser Herz bedingungslos zu öffnen. Und gerade bei dieser Geschichte mit dem Liebeskummer. Ich glaube, es gibt niemanden, der nicht Liebeskummer hat. Was passiert? Das Hirn dreht durch. Wieso, weshalb, warum? Was habe ich falsch gemacht? Wieso klappt es nicht? Wieso werde ich immer enttäuscht? Wieso? Immer wieder diese Fragen, die sich im Kopf drehen, aus denen man nicht herauskommt und für die es keine Antwort gibt auf dieser Ebene. Die Antwort, da kann ich auch einen riesengroßen langen Vortrag machen, die liegt im Gesetz der Anziehung. Wenn du glaubst, dass du nicht liebenswert bist, wird dir das Leben zeigen, dass du nicht liebenswert bist. Also ist es doch auch so, dass du die Lösung, sag ich, für den Liebeskummer, für den Liebesschmerz, für den Herzschmerz nicht in der Beziehung zu einem Menschen findest. Viele sagen, ja, das ist wie die Beziehung zu dir selber. Aber dazu musst du zuerst mal wissen, wer du eigentlich selber bist und als wer oder was du hier auf die Welt gekommen bist. Und es sind einfach so diese zwei Komponenten, die musst du für dich geregelt kriegen. Sonst kommst du aus diesem Schmerz, weil der Schmerz fängt immer als emotionaler Schmerz an und manifestiert dich dann als körperlicher Schmerz, als Krankheit. Sonst kommst du da nicht raus. Und deswegen kann es nicht sein, dass es eine sogenannte Wunderheilung gibt, egal für wen, ich nehme jetzt wieder dieses Beispiel des Liebeskummers, wenn du dran festhältst, an der Situation, an der Überzeugung, die dir wehtut. Und dann gibt es natürlich ganz, ganz viele Schichten, aber solange du an Überzeugungen festhältst, die dir wehtun, bist du im Konflikt und dein Körper reagiert auf Konflikte. Und dein Körper, hallo Susanne, dein Körper reagiert auf Konflikte, der reagiert auf diese Konflikte, auf diese schmerzhaften Konflikte, die du dir selber machst, weil du dir schmerzende Lügen erzählst, die gar nicht stimmen, wenn du es aus der höher gesetzten Perspektive und nicht aus dieser Ego-Perspektive heraus siehst. Und diese höher gesetzte Perspektive zu kriegen, während du Schmerzen hast, ist schwer, ist aber die einzige Lösung. Weil du kannst dich einen Moment wahnsinnig gut fühlen, wenn du alles loslässt, wenn du im gegenwärtigen Moment bist. Aber wenn du deinen Kopf nicht im Griff hast, wenn du deine Überzeugung über dich und das Leben im Griff nicht hast, dann galoppiert die ganze Scheiße wieder von vorne los. Und das ist so, so essentiell. Finde heraus, wer du wirklich bist. Finde heraus, dass du kein materielles Lebewesen bist. Dann kommst du aus diesen Teufelskreisen heraus, die dir Schmerzen machen und die dir dann verbieten, in die Heilung zu gehen. Und jetzt möchte ich euch von dieser Umfrage erzählen, weil das ist so, so fantastisch. Die Teilnehmer haben sich so viel Mühe gegeben. Also 35 Teilnehmer haben eine Umfrage zu den Heilabenden beantwortet. Ich beziehe mich jetzt hier gerade auf die Umfrage zum zweiten Heilabend. Also die erste Frage war, und warum erzähle ich euch das alles? Weil wir alle im gleichen Boot sitzen. Wir sind alle aus dem gleichen Holz geschnitzt, weil wir alle mit der gleichen Scheiße geimpft worden sind in unserem kollektiven Bewusstsein, weil wir mit den gleichen Überzeugungen sind. Und bevor ich hier nochmal reingehe in die Ergebnisse, gehe ich zu dieser Überzeugung, zum Beispiel Coronavirus. Dazu muss ich jetzt auch noch mal ganz kurz was sagen, ja? Das ist auch nur eine Überzeugung, dass wir uns an Viren anstecken können. Und genauso wie diese Virusenergien in unserem Universum herumschwirren, schwirren eben auch diese ganzen Angst,
Schmerzüberzeugungen in unserem Universum rum. Und du kannst dich damit anstecken jederzeit, weil jederzeit ist irgendwo diese Information der Angst, des Schmerzes, des Versagens, des Nicht-Gut-Genug-Seins, all der ganze Bullshit, kannst du dich die ganze Zeit damit anstecken, ist überall präsent. Genauso wie irgendwelche Viren, sie sind auch überall präsent. Manche haben einen Namen, manche haben keinen Namen. Aber wer entscheidet, womit er sich ansteckt, das bist du selber. Du entscheidest, ob du den Finger dorthin hältst und sagst, ja, damit will ich jetzt mal schön in Resonanz gehen und ich hole mir und ziehe mir den Schmerz rein, der mit dieser Information verbunden ist, oder ich tue es halt nicht. Und dazu braucht es eben dieses Verständnis, dass wir hier nicht aus der Materie heraus leben und kreieren. Das ist einfach nicht so. Das sieht zwar so aus, aber die Materie entsteht aus unserem Bewusstsein, aus unseren Überzeugungen, aus unseren Gefühlen. Daraus entwickelt sich die Materie. Könnte man lang drüber reden. Quantenphysik hat es mittlerweile bewiesen, was in der Bibel auch schon steht. Das lasse ich mal so stehen. Also, was ist das Hauptproblem? Wo brauchen wir Heilung? Die beantwortet haben, die wunderbaren Teilnehmer, haben alle, also zu 37% gesagt körperliche Heilung, zu 9% emotionale Heilung, zu 6% Trauma, zu 11% Angst, zu 11% Partnerschaft und dann gab es noch sonstige Antworten wie eben körperlich und emotional Angst zusammen. Und das ist eigentlich so das Hauptthema. Trauma, Angst und Beziehung, das passt alles so zusammen. Hallo Katrin, jetzt sehe ich deinen Kommentar. Also, meistens ist es ein Bündel, ist ja auch logisch, weil es kommt aus einem Bündel von Vorstellungen, die Angst einflößen und die Schmerzen machen, die einschränken und die behindern. Und da unterscheiden wir uns nicht. Weil ob es jetzt ein körperlicher Schmerz ist oder ein Schmerz aus Partnerschaft, ob es eine Angst über Finanzen ist, es ist alles darauf basiert, dass wir ausgeliefert sind. Alles basiert darauf, dass wir irgendwie ausgeliefert sind, dass wir Schaden erleiden können und dass deswegen entsteht ja auch immer dieser Flucht- oder Kampfmodus. Aber die Perspektive, die ich jetzt in den Heilabenden vermittelt habe, die bringt dich halt auf eine höhere Ebene und die ist einfach auch notwendig, um in Zukunft angstfrei und schmerzfrei und gesund durchs Leben zu gehen. Ja, und dann kommt noch was dazu. Warum glauben die meisten Menschen nicht, dass noch keine Heilung eingetreten ist. Warum ist, glauben die meisten Menschen, ist noch keine Heilung eingetreten? Was ist der Grund? Kurz noch vorgenommen, ich habe gefragt, zu wie viel Prozent bist du dir sicher, dass dein körperliches Problem heilen kann? Und der Durchschnitt war 89%. Ein paar haben 100% geschrieben, ein paar haben tatsächlich nur 10% geschrieben. Also es war alles so, wurde alles angegeben. Summa summarum würde ich jetzt einfach mal sagen, repräsentativ wird einfach nicht 100% an Heilung geglaubt. Das ist einfach Fakt. Und an was du nicht zu 100% glauben kannst, dass es für dich da ist, dass es dein Geburtsrecht ist, dass es für jedermann da ist, dann ist es halt nicht für dich da. Das ist einfach so. Und dann habe ich nach dem Grund gefragt, warum glaubst du, ist für dich die erwünschte Heilung noch nicht eingetreten? Und jetzt kann ich euch mal die ersten Gründe kurz präsentieren, und zwar, ich bin immer wieder zu sehr im Verstand. Das Zulassen. Es braucht Zeit. Es steht sehr viel an Veränderung an. Wir verkaufen sozusagen unser Haus und ziehen ins Wohnmobil. Es kann doch kein Grund sein, krank zu sein, oder? Glaubenssätze.
zumindest schon erkannt, ich bin immer noch zu sehr in den alten Glaubenssätzen gefangen. Ich habe Probleme, überhaupt etwas zu fühlen. Das ist ja auch ganz ein wichtiger Aspekt, oder? Die Bedingung, dass man etwas fühlen muss, dass man fühlen muss, dass man in die Heilung geht. Ja, das ist nur eine Bedingung, die auch wieder eine Einschränkung ist, die da sagt, ja, ich fühle aber nicht das, was ich glaube, was ich fühlen müsste, wenn ich jetzt in die Heilung gehen würde. Ja, dann trennst du dich von der Heilung. Also das ist auch ein Glaubensgrundsatz. Das sind Überzeugungen, wie denn die Heilung passieren muss, wie sie sich einleiten muss und so weiter und so fort. Das ist nicht empfangsbereit für Heilung. Das ist nicht empfangsbereit dafür, heil und ganz zu sein. Ich habe meinen wahren Ursprung nicht kennengelernt und habe im Außen gesucht. Genau, das ist das, was ich gesagt habe. Das ist meistens das größte Problem. Dann weiter. Ich war bisher nicht 100% davon überzeugt. Dann, ich weiß es nicht, loslassen, ich mache es nicht konsequent, Mangel an Urvertrauen. Mein Körper muss es zu 100% glauben. Das ist auch wieder so ein toller Glaubensgrundsatz. Der Körper muss gar nichts glauben. Der Körper ist ein Instrument deines Verstandes, deines Geistes, respektive deines Verstandes, ob da dieser Geist der Heilung rein darf oder nicht. Dein Körper ist eine Maschine, in dem Sinne, dass es eben durch dich beeinflusst wird. Mangel an Urvertrauen, Mangel an Selbstliebe, mein Verstand agiert zu stark, mein Verstand arbeitet dagegen, Mindset ist noch umgestellt, nach der Meditation bin ich wieder in der alten Situation. Das sind genau diese Sachen, oder? Wir müssen eine klare Vorstellung bekommen, an die wir felsenfest glauben, wie das Leben funktioniert, wie die Wahrheit funktioniert und wie Heilung funktioniert. Und die muss so felsenfest für uns sein, wie das kleine Einmaleins. Und wenn wir da die ganze Zeit wieder irgendwo in der Gegend rumschwirren und rumschwummern, dann kommen wir wieder zurück, oder? Dann sind wir wie ein Gummiband. Wir müssen die klare Linie haben und sagen, so ist es, so ist mein Leben, so bin ich in meinem Leben. Sonst geht es nicht vorwärts. Da sind noch einige andere Gründe gekommen. Jetzt komme ich gerade hier zu Christine, weil die war auch dabei bei unserem Heilabend. Sie schreibt gerade, liebe Patricia, ich konnte heute schon 3 Stunden ohne abzusitzen, laufen und stehen. Super, super, super. Jetzt kam wieder ein Schmerz und sofort wollten mich meine Gefühle wieder einnehmen. Nee, habe ich gesagt, das ist irgendetwas, aber das geht weg und ich bin wieder ins Gefühl gegangen, wie es ist, wenn ich vollkommen gesund bin. Und habe gesagt, ich bin ein perfektes Lichtwesen und es geht mir super. Vielen Dank für alles. Also dazu muss ich sagen, die Christine arbeitet schon lange an diesem Thema. Sie ist einen wunderbaren Weg gegangen. Ich durfte sie ein Stück weit begleiten. Also sie war nicht nur an dem Heilabend dabei, sondern sie hat das ganze Package angenommen und hat gesagt, yes, ich weiß, ich kann heil werden, ich kann ganz werden. Und sie hat mit mir auch, glaube ich, ein Interview gemacht, wen das noch ein bisschen mehr interessiert. Aber auch hier wieder, weil sie ready war, oder, konnte sie an diesen 3 Heilabenden super profitieren, in dem Sinne, dass sie sich darauf eingelassen hat, auf die Energie mit allen zusammen, auf den gemeinsamen Mindset, auf das gemeinsame Verständnis, um in Heilung zu gehen. Mega toll, Christine, freut mich total. Dann habe ich hier noch die 2. Gründe, Ängste, Unwissenheit, Depression, falsche Therapie, negative Glaubenssätze, Unverständnis für Geschehnisse. Das ist auch immer dieses Schlimme. Warum ist es passiert? Das ist wurscht. Ich war auch mega lange im Warum. Warum ist eine Opferhaltung? Warum ist klares Opfer? Warum mir? Warum das? Und so weiter und so fort.
diese Opferhaltung ist nicht, entspricht nicht dem wahren Wesen, das wir sind, als dass wir hier auf die Welt gekommen sind. Diese Opferhaltung, die verhindert krass Heilung. Genauso wie, weil ich im Schock bin und Angst habe. Genau dasselbe. Ganz krass vermindert es Heilung. Angst. Vertrauen. Ich muss ins Vertrauen gehen. Ins Vertrauen, ja, warum? Woher habe ich das Vertrauen? Aus was für einem Grund kann ich vertrauen? Vertrauen kannst du wirklich nur, wenn du weißt, wer du wirklich bist und wie das Leben funktioniert. Und dann kriegst du eben auch diese ganzen Gedanken in den Griff. Ich komme nicht schnell genug hinterher, um meinen Verstand zu stoppen, wenn er mir Unsicherheiten vorgaukelt. Auch völlig klar. Passiert immer wieder. Dr. Joe Dispenza sagt ja da in diesem Moment, eben, pull the mind out of the body. Aber du kannst den Verstand nicht nur aus dem Körper ziehen, wenn du die Meditation machst, außer du hast Zeit, den ganzen Tag und Nacht in Meditation zu verbringen. Du brauchst ein Konzept, das dein Verstand dir gehorcht und dich in die Heilung zieht und dir erklärt und verstehen macht, was du zu tun hast, was du zu denken hast, wovon du überzeugt sein musst, damit dein Körper das auch akzeptiert und hinterher Heilung reflektiert. Also mega, mega wichtig. Also was ich damit eigentlich aussagen möchte, ist, wir haben alle die gleichen Probleme. Wir haben alle Angst, wir haben alle kein Vertrauen. Wir fühlen uns ausgeliefert und zum einen fühlen wir uns dem Außen ausgeliefert, aber das macht nur unser Verstand, weil er eben falsche Vorstellungen hat von dem Einfluss, dass das Außen auf uns überhaupt einen Einfluss haben kann. Und dass wir uns darauf einlassen, alles aus dem Inneren entstehen zu lassen. Und dazu brauchen wir den Einklang mit unseren Vorstellungen darüber, wie die Welt funktioniert, was wir sind als spirituelle Wesen, damit wir eines der noch wichtigeren Dinge machen können, und zwar bedingungslos unser Herz zu öffnen. Weil nur wenn wir das wirklich schaffen, kann sich dieser Kanal zu dieser Heilenergie, zu dieser höheren Energie, zu der All-Eins-Energie direkt mit uns verbinden. Aber alles, was uns davon trennt und zweifeln lässt, uns daran zweifeln lässt, dass wir gut genug sind, dass alles mit uns in Ordnung ist, dass wir nichts anders oder besser machen müssen, sondern dass wir so geliebt und unterstützt werden, und zwar nicht von wem oder von wem, sondern von was? Vom Leben und von der Wahrheit. Das ist das A und O. Wirklich, wirklich, wirklich. Und deswegen, wir brauchen den Verstand, wir müssen ihn umlernen, wir müssen ihn korrigieren, und zwar permanent. Und wir müssen lernen, wie das gemacht wird. Sonst haben wir immer wieder irgendeinen nächsten Stolperstein. Und ich bin halt Fan davon, dass wir ein komplettes Konzept für uns haben, das uns die Leitplanke gibt, dass wir nicht mehr hin und her wackeln wie ein Kuhschwanz, uns mal ein bisschen besser fühlen, mal ein bisschen gesunder werden und dann ist es wieder ein bisschen schlechter und so weiter und so fort, sondern dass wir uns entwickeln. Evolution letztendlich wieder zurück zu dem, was wir wirklich sind und alles, was wir hier auf die Welt gekommen sind. Das ist so, so wichtig, wenn wir das in uns spüren, was eigentlich das ist, was wir so, so gerne machen wollen, was wir mitteilen wollen, wofür wir stehen, wofür wir einfach uns jederzeit engagieren würden. Und das zu merken, das ist eines der schönsten Dinge, die dir passieren können. Und das sieht ganz schön komisch aus da mit meinen Augen. Aber ich weiß jetzt auch nicht, wie ich es anders machen soll. Egal. Auf jeden Fall,
Heute hatte ich auch wieder ein Gespräch und es ist so, so schön, wenn jemand merkt und wenn ich jemandem mitteilen darf, was das Herz oder was die Berufung machen möchte. Das ist mittlerweile, ihr wisst ja, ich prahle nicht gerne, aber es ist mittlerweile wirklich eine Gabe von mir, dass wenn ich mit Menschen spreche und der Mensch ist gerade so dabei und möchte rausfinden, was er will, dass mir sein Herz das echt sagt. Und dann wird das Leben und dann wird der Weg leicht und dann wird auch der Körper leicht und dann wird auch alles leicht. Ich verspreche es euch. Und es ist für alle der gleiche Weg. Und zwar ist es der Weg in diese Bedingungslosigkeit, raus von dem Ego, rein ins Vertrauen, rein in in das heile ganze Sein, als dass wir wirklich hier auf die Welt gekommen sind. Ich erzähle euch hier noch was weiter, ein paar Sachen, was auch noch wichtig ist, oder dieser Glaube, ist es Verschleiß, kann mein Körper verschleißen? Gibt es Dinge, die nicht heilbar sind? Was für Überzeugungen hast du diesbezüglich? Und ich habe Hunderte von Stunden, ich schwöre es euch, verbracht, mir den Glauben und das Vertrauen an Heilung von Unheilbaren sozusagen oder von Dingen, die eigentlich nicht heilen können, zu sehen. Und ich habe Heilungen gesehen, da ist Metall im Körper verschwunden. Und all solche Sachen, Hunderte von Stunden habe ich damit verbracht, weil ich mich niemals getraut hätte, hier so eine große Klappe zu schwingen, wenn ich nicht ganz, 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 ganz sicher wäre, dass unser Körper alles, aber auch gar alles heilen kann, wenn wir ihn als dieses heile Objekt sehen und uns selbst als dieses heile Wesen sehen, als dass wir hier auf diese Welt gekommen sind. Und das ist auch noch mal so ein Punkt, der wurde hier angegeben, oder Gnade. Man muss gnädig mit mir sein. Das ist eine ganz, ganz üble Vorstellung. Wir haben keine Gnade verdient. Niemand muss irgendetwas verdienen. Man muss nicht gnädig sein, man muss auch nicht bittstellerisch sein, weil wir sind als diese Wesen auf die Welt gekommen. Und solange wir noch irgendwo diese Vorstellung haben, dass es vielleicht nur irgendwo eine Instanz gibt, die leiden möchte oder die uns quälen möchte oder die uns von dem Schönen und von dem Guten abtrennen möchte. Solange da noch irgendwo ein Quäntchen von dieser Überzeugung in unserem System wart, wird auch diese Überzeugung Heilung verhindern. Also das ist ganz, ganz wichtig. Ich meine, dass wir wissen, um was es geht, als was wir hier auf die Welt gekommen sind, dann braucht es keine Gnade. Wir sind fantastisch. Wir sind die Lieben der Perfektion, jeder einzelne von uns. Und je mehr und mehr wir in dieses Wissen reingehen, desto weniger müssen wir Angst haben. Und jetzt beziehe ich mich jetzt noch auf eine Frage, und zwar war da generell gesehen, fühlst du dich nach dem Heilabend besser oder schlechter oder unverändert? Von den Antworten 63% haben gesagt besser. Dann haben 30% gesagt unverändert und 3% haben gesagt fast schlechter. Also, was soll das heißen? Das heißt, dass sich die meisten besser fühlen, wenn sie sich mit einer guten, liebevollen, unterstützenden, an Heilung glaubenden Energie und Umgebung befinden und verbinden. Aber das heißt auch, dass eben
auch sein kann, dass du nichts spürst, weil du nicht offen dafür bist, dann fühlst du dich unverändert. Es kann aber durchaus auch sein, dass du dich fast schlechter fühlst, weil du so eine andere Energie erlebt hast, wie die, die du kennst, diese bekannte Energie von dir. Und dass dieser Gap so groß ist, dass quasi das Bekannte, dieses neue Gefühl, was du jetzt im Heilabend bekommen hast oder gespürt hast, wenn jemand an dich glaubt, an deine Heilung, an deine liebende Perfektion, dass dieses alte Gefühl dann rebelliert und sagt, nee, nee, meinen Platz will ich mir nicht streitig machen. Und dir dann quasi wie das Gefühl gibt, ja, dir geht's schlechter. Also es gibt alles, will ich damit sagen. Das ist ganz, ganz wichtig. Aufhören, sich zu vergleichen. Sich natürlich durch Berichte habe ich auch Inputs gekriegt. Oh Mensch, toll, dass du das alles gepostet hast. Jetzt geht's mir auch noch mal besser. Dieses Wissen, dass es möglich ist und zu sehen, dass es für andere möglich ist, darf einen aufheben, darf einen tragen, darf einen unterstützen. Aber du darfst es nicht dazu nutzen, dich wieder fertig zu machen. Wieder zu sagen, ja, schau mal, und bei mir geht's nicht und ich mache schon wieder was falsch und die anderen machen alles besser. Nein, nein, nein. Tu das nicht. Weil es geht nicht um das. Es geht darum, dass du dich öffnen darfst. Dass du dich öffnen darfst für die Liebe, für die Liebe für das Leben, für die Liebe für dich und für die Vorstellung, dass für dich nur das Beste und das Schönste vorbereitet ist. Das ist mal noch eine ganz, ganz wichtige Message von mir. Und wenn diese Auswertung noch mehr interessiert, ich habe einen Link. Mal schauen, ob ich den poste. Für die Leute, die bei mir auf der E-Mail-Liste sind, die haben den Link bekommen. Die können sich die Ergebnisse selber anschauen. Das ist mega, mega interessant und auch wichtig zu sehen, hey, ich bin nicht allein mit diesen Ängsten und Befürchtungen. Ich bin nicht alleine. Ich habe nicht alleine mit dem zu kämpfen. Weil wir haben immer das Gefühl, wir sind alleine diese Ausgelieferten. Aber wir sind alle im gleichen Stil konditioniert. Und deswegen haben wir alle die gleichen Probleme. Und deswegen gibt es keinen, der besser oder schlechter ist. Und wir müssen uns nicht verstecken, sondern wir dürfen ganz offen mit diesen Dingen umgehen, weil es betrifft uns alle im gleichen Ausmaß. Und warum kann ich so darüber reden? Weil ich da überall war. In jeder einzelnen Antwort habe ich rumgeeiert. Ich schwör's euch, ich weiß es, ich weiß alles. Ich habe alles gedacht, ich habe mir alles überlegt, ich habe alle Ängste gehabt, ich habe alles gehabt. Deswegen weiß ich es ja so gut. Und das, wir sind da alle gleich da drin und wir können es alle loslassen. Und wir sind alle dafür gemacht, diesen Bullshit nicht mehr mit rumzutragen und unseren Körper, unser Leben und unser Sein damit zu verseuchen, in Anführungsstrichen. Also, wie gesagt, wenn es noch jemanden interessiert, schreibt euch doch einfach sonst auf meine E-Mail-Liste bei mir auf patricia@mywellfeeling.com. Da ist unten so ein Fächchen, dann kannst du dich eintragen. Dann werde ich das einfach nochmal rausschicken, wenn sich dann neue angemeldet haben. Es gibt auch noch eine weitere Sache. Ich mache noch einen 6 Wochen Mastermind. Wenn ihr euch dafür interessiert, da kommen auch die Infos über die E-Mail-Liste. Das fängt in der 2. Märzwoche an, genau zu dem Thema. Die Wahrheit über Gesundheit, Liebe und Wohlstand. Weil es hängt alles zusammen. Es hängt alles zusammen. Das, was wir über Geld denken, was wir über Gesundheit denken, Liebe und Wohlstand, das sind alles diese gleichen verkorksten Geschichten. Und wenn wir das einmal glasklar kriegen für uns, dann rauscht alles rein.
dann rauscht Gesundheit rein, dann rauscht die Liebe rein, dann rauscht Geld rein, dann rauscht Erfüllung in dein Leben. Aber wir müssen dran arbeiten, aus den verschiedenen Perspektiven. Wir müssen uns klar kriegen. Und dafür helfe ich euch gerne in diesen 6 Wochen, in diesem Mastermind. Wenn ihr mehr erfahren wollt, schreibt mir, das ist eigentlich das Allerbeste. Sagt mir, ja, ich kann Hilfe brauchen, ich möchte weitermachen, ich möchte Unterstützung. Wenn ich gewusst hätte, dass es jemanden gibt, der mich weder manipulieren will, der mich weder kontrollieren will, wenn ich gewusst hätte, dass es jemanden gibt, der nicht sagt, du musst es so machen wie ich, damit du die Ergebnisse hast, sondern wenn ich jemanden gehabt hätte, der mir sagt, du gehst deinen Weg. Du lernst die Wahrheit kennen über dich und über das Leben, die für dich stimmt. Und dann wirst du wissen, was du für dich als nächstes tun und machen möchtest, wie du dein Leben ausgestalten möchtest. Aber mir ist es so, so wichtig, dass jeder weiß, dass sein individueller Weg der richtige ist und dass man nichts nachmachen muss, dass es auch nicht die Formel gibt, sondern es gibt deine Formel. Und so coache ich, und das ist mein Herzensanliegen, dass jeder für sich sein eigenes Verständnis und sein eigenes entwickelt für sich, an dem er sich selber festhält und so komplett frei und unabhängig wird. Weil diese Abhängigkeiten, die hier in unserer, jetzt wird es ein bisschen heiß hier, mein Computer, die Abhängigkeiten, die in unserer Gesellschaft immer wieder geschürt werden mit Angst und allem drum und dran, das ist mir echt ein Grauen. Und wir alle sind sowas von frei wie Vögel und müssen uns keine Angst machen lassen von nichts und niemanden, von keinem Coronavirus und von keiner Politik, weil wir kreieren und bringen die Liebe und die Gesundheit und den Wohlstand und die Freiheit hier in unsere Gesellschaft. Und das wird ein Virus sein. Und einer steckt den anderen an mit diesem tollen Virus. Einer geht wieder vor und ermutigt die Nächsten, wieder vorzugehen. Und so gehen mehr und mehr Menschen vor, und wir haben echtes Paradies auf Erden. Und ich glaube daran, dass wir dafür hier und jetzt hier sind. Weil was willst du sonst noch? Ich wüsste nicht, wofür ich mich engagieren sollte, als dass wir es schön haben alle. Ja, ihr Lieben, ich würde jetzt noch ein paar Fragen beantworten, wenn ich welche sehen kann. Hallo Ines, hallo Johanna. Also hier auf Facebook habe ich zumindest mal die Möglichkeit, noch was zu beantworten, wenn ihr hier noch was reinschreiben wollt. Allerdings weiß ich nicht, ob ich sonst noch irgendwo Kommentare übersehe. I don't know. Ich kann aber auf jeden Fall nur versprechen, dass ich sicher noch nachschauen werde. Und also ich würde mich freuen, wenn sich noch Menschen wirklich dazu überwinden kann, jetzt einen konsequenten Weg zu gehen und konsequent für sich da sein würden und vielleicht diese 6 Wochen in dem Mastermind sich zumindest mal bei mir melden und sich interessieren dafür und so sagen, ja, wie können wir denn in der Gruppe so weitergehen? Es geht wirklich darum, die Konsequenz aufzubauen, aufzuhören, Eiertanz zu machen, aufzuhören, das nicht ernst zu nehmen, für sich zu gehen und sich ein gutes und gesundes Leben zu kreieren. Und dann kann das aber auch wirklich schnell gehen, aber es braucht halt eine radikale Transformation. Und für mich war es einfach ein langwieriger Weg, weil mir keiner die Hand gegeben hat und mich darin bestärkt hat, so radikal zu sein, wie es notwendig ist. Aber ihr merkt, jetzt traue ich mich langsam. Ich bin krass und radikal, weil ich einfach mittlerweile so, so sicher bin in dem, was ich weiß.
weil ich so sicher bin, wie es funktioniert mit unserem Oberstübchen hier, das uns die ganze Zeit irgendwelche blöden Geschichten erzählt über irgendwelche Sachen, die wir nicht sind, sondern ausgeliefert. Ja, ihr Lieben, ich sehe jetzt echt, ich weiß es nicht, ob das an mir liegt oder hier. Ich sehe keine Fragen. Wüsste auch nicht, wo ich jetzt sonst noch gucken könnte. Und in diesem Sinne bin ich ja eh schon wieder voll 40 Minuten hier am euch erzählen. Und ich danke euch ganz, ganz herzlich, dass ihr mir zuhört. Ich danke euch von Herzen fürs Vertrauen und vertraut euch für die richtigen Entscheidungen. Vertraut euch, dass ihr euch in ein tolles Leben führen könnt, weil ihr das verdient habt, weil ihr das Beste verdient habt. Und niemand hat es verdient zu leiden. Niemand, niemand, niemand. Und wir können so viel Heilung bringen. Jeder auf seine eigene Art und Weise in dem, was er tut. Jede Begegnung hat Potenzial für Heilung. Aber wir müssen drüber sprechen. Wir müssen es leben. Upsi. Wir müssen es leben und wir dürfen Heiler sein. Im Kleinen, im ganz, ganz Großen. Weil wir heilen uns selber, wir heilen uns andere. Und im Prinzip eigentlich bräuchte ja gar niemand heilen. Weil wenn wir wüssten, wer wir wirklich sind, wissen wir, dass wir komplett ganz und heil sind. Und heilig sogar noch. Genau, das sind wir. Und so dürfen wir leben. Also, ihr Lieben, vielen, 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 vielen herzlichen Dank. Dank, Katrin. Du hast mir auch so schön geschrieben. Also, lasst uns weitermachen, lasst uns in unsere Holiness gehen. Danke, Celeste. Lasst uns uns inspirieren und lasst uns kein Bullshit einreden von keinem Corona und sonst von irgendjemandem. Das braucht kein Mensch. Also, ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Tschüss.